damit? Weißt du nicht, dass du dich in einer rechtlichen Grauzone befindest? Alter, ernsthaft? Ja, und somit heiße ich euch heute alleine willkommen bei der Herzscholz. Ja, nicht mein Handy aus der Anschlagen. Ihr seht das einfach, die zwei Streithelme sind schon wieder mit auseinander zu kriegen. Naja. Wikipedia hat kürzlich einen Bericht über Löschanfragen veröffentlicht. Und eine dieser Anfragen fällt ziemlich kurios aus. Der britische Fotograf David Slater wollte ein Foto löschen lassen, für das er angeblich die Urheberrechte besitzt. An und für sich nichts Ungewöhnliches. Allerdings sieht es die Wikimedia Foundation noch nicht als erwiesen an, wem die Rechte an diesen Bildern gehören. Das liegt daran, dass auf einem von diesen Bildern unter anderem ein Affe abgebildet ist. Und das wird auch noch nicht kurios. Allerdings hat der Affe das Bild selber geschossen. Ja, ihr habt richtig verstanden. Der Affe hat ein Selfie gemacht. Das alleine wäre eigentlich auch noch kein Problem. Allerdings ist der Urheber eines Werkes auch immer der Schöpfer. Und obwohl das Foto mit der Kamera von David gemacht worden ist, wäre der Urheber in diesem Fall der Makake. Makake was? Oh, gut, dass du wieder fragst, Alexander. Die Makaken sind eine Primatengattung aus der Familie. Nein, 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 nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Nein, nein. Nun wird sich ein Gericht mit der Frage befassen müssen, wer denn nun der Urheber dieser Fotos ist. Ja, und wirklich gut sieht es hier für David und den Makaken nicht aus, weil David das Foto nicht selbst geschossen hat. Und laut US-Recht können nur menschliche Autoren Urheber einer bestimmten Sache sein. Das ist ja natürlich David ganz besonders, denn auf diese Art und Weise kann er keinerlei Lizenz zahlen für die Bilder machen. Hey David! Hey David! Hey David! Er ist sogar so sauer, dass er die Wikimedia Foundation als Kommunisten bezeichnet und sich sogar mit Hitler und Stalin vergleicht. Was meint ihr, wem gehören die Rechte an den Bildern? David, den Makaken oder doch niemanden? Schreibt es uns in die Kommentare. Wahrscheinlich bekommt niemand die Rechte an den Bildern. Und der Einzige, dem das wahrscheinlich vollkommen egal ist, ist derjenige, der auf den Bildern abgebildet ist. So kann auch mein Affe seine 15 Minuten rumbekommen. Oder er nimmt bei einer Reality-Show auf RTL teil. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Und hier oben könnt ihr uns abonnieren, dass ihr solchen nerdigen Schwachsinn nicht verpasst. Hast du auch noch was zu sagen? Ja, ich wollte nochmal deine pinken Socken hervorheben. Echt feminin, Alexander.